Nochmal. Hallihallo, Kasu hier. So, neues Let's Play. Wir spielen heute Spirit of the North. Ich weiß, es ist ein relativ ruhiges Spiel. Ich bin ein bisschen was zu überdreht für den Anfang. Glaube ich. So minimal. Aber ich denke mal, dass wir bekommen die Stimmung noch irgendwann rein. Wir werden einen Fuchs spielen. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Oder? Nicht zu viel labern. Einfach play. Und dann wird schon alles gut. So, jetzt noch das Standby-Bildchen ausmachen. Da. Und hoffen, dass Steam das Spiel gestartet bekommt. Und dann werde ich so circa Stunden Episoden, beziehungsweise vielleicht sogar nach jeder Episode mal einen kurzen Break einlegen, beziehungsweise eine kurze Pause machen. Neue Anmoderation YouTube. Man kennt es ja wahrscheinlich mittlerweile. So. Spirit of the North startet. Und dann sollte da was kommen. Da kommt etwas. Und dann fangen wir mit einem neuen Spiel an. Ja, den Spielstand möchte ich zurücksetzen. Ich habe mal ein paar Meter von dem Spiel ausprobiert, bis zu der ersten Höhle. Und dann... Es ist etwas ähnlich angehaucht wie Spyro, nur ohne Kristalle. Es ist ein bisschen was Rätselbares. Wir spielen diesen kleinen roten verirrten Fuchs. Nordlicht sieht ja sehr interessant aus. Kapitel 1. Okay, mit WASD können wir gehen. Und dann folgen wir mal diesem interessanten Nordlicht. Schon ziemlich tief der Schnee hier. Und auch ziemlich viele Schneewehen gibt es gerade. Also interessant sieht es ja schon aus. Ups.
eine Höhle. Und immer dieses rote Polarlicht über uns. Was es damit wohl auf sich hat? Oh, ich glaube, der hatte ein bisschen was arg kalt. Ein Lichtstrahl. Da liegt etwas. Ich habe das Gefühl, dass wir dahin müssen. Linke Maustaste. Okay. Und jetzt haben wir da so einen Stab in der im Maul. Es leuchtet. Es leuchtet nicht mehr. Ah, ich glaube, der Stab gehört zu ihm oder zu dem, was von ihm übrig ist. Das sind viele umgefallene Menschen. Okay, da kommt man nicht hoch. Diese Eishöhle sieht ja auch wieder richtig schön aus. Okay, das ist ein Speicherpunkt. Wahrscheinlich wacht man dann hier wieder auf, wenn das Spiel weitergeht. Mir gefallen die Mobiles. Oh, ein Fuchs. Geist. Können wir da näher rangehen? Und wieder die linke. Okay, hört sich ein bisschen an wie ein Hund, der Fuchs. Ich glaube, die hören sich ein bisschen eher an wie Richtung Katze. Okay, und wie soll ich jetzt da hinkommen? Gibt es hier einen Umweg? Oder auch nicht? Muss
wirklich runterspringen in das Wasser? Hier geht's runter. Okay. Von hier unten kann ich schon was dazu drücken. Und jetzt springt er da auf den Berg. Schwimmen. Ich würde ja auch echt gerne noch mal ins Schwimmbad gehen mittlerweile. Blödes Corona. Naja. Und komme ich hier hoch? Ja. Komm ich. So. Jetzt da hinten auf den Berg. Oder ihr hüpft den Weg da entlang. Also die Umgebung hier, die sieht ja echt schön aus. Hier ist dann so ein kleiner Bach. Der sich da gebildet hat. Jetzt links und rechts rum. Da ist der Fuchs. Also ich glaube, da müssen wir lang. Aber was finden wir denn hier? Da kann man, glaube ich, her, ne? Ja, kann man. Und hier müssten wir nach links weg. Der Geist uns den Weg raus zeigt. Mit Shift kann man schnell laufen, okay?
Und Rotchen. Da ist der Fuchs. Nochmal anmelden. Okay. Ups. Komm, geh vor. Ich würde gerne wissen, wo ich lang muss. Und schon wieder überholt. Ob ich auch so springen kann? Nein. Okay. Dann glaube ich, müssen wir rutschen wieder. Wo ist unser Fuchsgeist hin? Können speichern oder es speichert wieder. Ich glaube, ich habe den Geist ein bisschen aus den Augen verloren. Nur ein bisschen. Dann weiter runter. Da oben ist er. Komm mal da hoch. Mich stimmt nicht mehr. Vielleicht, wenn wir hier einfach weiterlaufen. Gibt es so viele Schneewehen zum Reinhüpfen für den Fuchs. Hier kommen wir nicht weiter.
Federrutschen. Einmal speichern. Oben läuft der Fuchs wieder, also der Fuchsgeist. Dann laufen wir dem mal hinterher. Okay, hier ist wieder ein Mönch oder sowas. Und hier ist wieder so ein Stab. Und ich habe die Vermutung, dass wir hier diese Stäbe zu den Mönchen bringen müssen. Das war der zweite. Haben wir da schon einen vergessen auf dem Weg? Okay. Wenn das einer war. Okay, das heißt aber, hier müsste doch theoretisch dann noch ein zweiter in dem Bereich sein. Ups. Okay, da geht's nicht weiter. Oder? Nein. Verwandt. Die Aussicht ist ja auch herrlich. Auch wenn da eine Wand vor uns ist. Okay, du bellst? Soll ich auch mal bellen? Soll ich da weiter? Kommt der Fuchs Geist wieder. Also der Geist Fuchs.
Musik gefällt mir gerade gar nicht. Was Rotes. Geht's dem Fuchs nicht gut? Der Arme.